Willkommen zurück zu einer weiteren chaotischen Folge Cyberpunk 2077. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz chaotisch mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Chaos-Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter mit unserem abgedrehten futuristischen Abenteuer und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze unterstützen würdet mit einer kleinen Bewertung. Gewinnspiel läuft ja auch immer noch bis Samstag diese Woche. Ihr könnt gewinnen eine Collector's Edition, entweder für den PC oder für die Xbox oder für die PlayStation. Ihr habt die freie Wahl, drei Gewinner kann es geben. Ich werde dauernd angerufen. Wie, Schätzchen, wie geht's? Ja, gut. Hör zu, ich habe einen super Job für dich. Okay. Ich habe gehört, wenn Bako super Job sagt, ist es meistens ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Die Sache ist heikel. Heikel? Wow, du bist echt schlecht im Anpreisen, Bako. Der Job ist normal, aber der Kunde ist anspruchsvoll. Das sind die meisten Kunden. Was ist an diesem so besonders? Er will, dass alles genau nach Plan abläuft. Und dafür lässt er richtig was springen. Dieser Job braucht deine fähigen Hände. Weniger erfahrene Leute vermasseln das nur. Na, danke für die Vorschusslorbeeren. Es ist also ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Okay, gib mir die Details. Details? Hallo, Lady? Also, sie will irgendwie nicht. Gut, keine Ahnung. Irgendwie entdecke ich jeden Tag neue Bugs in dem Spiel. Ja, wie gesagt, Gewinnspiel läuft. Alles klar, ich habe jetzt irgendwie neue Auswahlmöglichkeiten. Einfach nur eine Bewertung da lassen. Kommentar schreiben, was der Boostbox-Rechner kostet. Hörst du mich? Verdammte Verbindung. Alles gut. Alles gut. Und natürlich euer Discord-Name, auch ganz wichtig. Du willst, dass ich jemanden ermorde? Was? Spreche ich mit dem Dalai Lama? Hab mich wohl verwählt. Du schwimmst nicht erst seit gestern im Teich, wie? Du weißt, dass Fische gefressen werden. Wurde der Mann schuldig gesprochen? Verdient er wirklich den Tod? Sehe ich für dich etwa aus wie eine Richterin? Was genau hat er getan? Ich bin auch keine Reporterin. Willst du den Job oder nicht? Okay, bin dabei. Gut. Der Kunde wartet in einem Auto an der Ecke Sixth und Brandon. Wieso im Auto? Der Kunde will mitkommen und dabei sein, wenn du dem Kerl eine Kugel in den Kopf jagst. Viel Glück! Okay, das klingt nach einer ziemlich kranken Nummer. Irgendjemand will zugucken, wie ich jemanden ermorde. Na meinetwegen. Na meinetwegen, Freunde. Wenn Mama Chow das eben sagt, dann... Tja, dann tun wir, was Mama Chow sagt. Vielleicht steigt dann ein bisschen mein Ansehen bei den Tiger Claws. So, jetzt gehen wir erstmal rüber zu Judy, die hat mich angerufen. Es gibt einen extremen Notfall. Oh Gott, Judy im Bad. Oh, verflucht. Nein, 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 Judy. Nein. Du rettest der Kleinen den Arsch und ihr fällt nichts anderes ein, als sich zum Ball dein Maul. Ich war nur eine Stunde weg. Oh, Judy, es tut mir so leid. Wie ist das passiert? Ich weiß nicht. Ich sag doch, er lag im Bett, wie immer. Dann war ich kurz weg. Und als ich zurückkam... Fuck. Hätte ich das gewusst, hätte ich... Gib dir nicht die Schuld daran. Das bringt nichts. Ich hätte merken müssen, dass irgendwas nicht stimmt. Hey, du konntest sie ja nicht rund um die Uhr bewachen. Sie hat sich so entschieden. Hätte so oder so einen Weg gefunden. Mit Sicherheit. Wie ist das passiert? Ich weiß nicht. Ich sag doch, er lag im Bett, wie immer. Dann war ich kurz weg. Und als ich zurückkam... Fuck. Hätte ich das gewusst, hätte ich... Hast du den Puls gecheckt? Wie? Sie ist tot. Wir müssen irgendwas machen.
Ich will keinen Ärger. Ich rufe die Bullen. Kannst du sie zum Bett tragen? Als würde das noch irgendwas ändern. Sollten wir sie nicht lieber so lassen, bis die Bullen kommen? Für die ist sie nur eine tote Hure. Interessiert keinen. Wir sollten ihr wenigstens etwas Würde verschaffen. Oh Mann, es tut mir echt leid. Aber hey, was die mitgemacht hat, was die gesehen hat, was die erlebt hat, ich kann es absolut nachvollziehen. Ja, ich muss einen Unfalltod melden. Northside, Jackson Street. Nein, keine unmittelbare Gefahr. Ein Selbstmord. Morgen? Nein, heute! Was ist an dem Wort Tod so unverständlich? Nein, sie wurde nicht vom Traumateam für tot erklärt. Wäre sie Mitglied, würde ich garantiert nicht anrufen. Fickt euch! Wenn ihr nicht gleich eure Ärsche herbewegt, komme ich zu euch aufs Revier und hack alles in Stücke! Kommt ihr jetzt her und nehmt mich fest, ihr Pussys? Super! Ist mir scheißegal, was ihr mir anhängt! Sie sind gleich hier. Meint nicht, soll sie bis morgen auf Eis legen. Nicht zu fassen, oder? Alles in allem warst du sogar freundlich zu denen. Ich an deiner Stelle hätte denen richtig eins aufs Ohr gegeben. Ich will ihr was anziehen, damit sie mehr wie ein Mensch als eine Leiche aussieht. Würdest du draußen warten? Ja, wie gesagt, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid um Evelyn. Auch wenn sie mich in diese ganze Situation reingeritten hat. Auch wenn es ihre verdammte Schuld ist, dass ich eine wandelnde Leiche bin. Wusste nicht, dass du rauchst. Seit Jahren nicht mehr. Aber jetzt brauche ich was Stärkeres als Luft in der Lunge. Bitte, wie? Nur eine. Okay, hier. Das war ihr Kippen-Etui. Willst du es behalten? Nein, du magst es. Also behalt es. Ist bei dir in guten Händen, glaube ich. Scheiße. Evelyn. Ich habe sie im Stich gelassen. Ich dachte, sie braucht Freiraum, bis sie wieder klarkommt. Bleib stark, Judy. Lass dich davon nicht runterziehen. Weißt du, lass uns jetzt lieber gar nichts sagen, okay? Ihr Zustand. Ich konnte an nichts anderes denken. Ihre Tech war sauber, der Puppenchip funktional und unbeschädigt. Es muss also psychologisches Trauma gewesen sein. Hab in ihren Virtus nachgesehen und Woodman gefunden. Sie war bei ihm. Er hat Dinge mit ihr gemacht, die... Dann wurde sie ihm langweilig und er hat sie verkauft. Ich habe Woodman umgelegt. War nicht geplant. Ist einfach passiert. Aber jetzt bin ich froh. Ich auch. Kaum vorstellbar. Aber das ändert nichts. Es gibt noch so viele wie den.
Irgendwas muss ich doch tun können. Zum Beispiel? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich rufe Sus an. Danke, Vi. Ich wäre jetzt gern allein. Wir bleiben in Kontakt, ja? Sicher, dass du nichts brauchst? Nein, aber lieb, dass du fragst. Wenn irgendwas ist, ruf mich an, okay? Oh Mann. Ja, Vi, du kümmerst dich irgendwie um alle. Du bist ein bisschen zu gutherzig. Ich meine, Evelyn hat sich das auch irgendwie auf eine gewisse Weise alles selbst angetan. Ich will nicht kaltherzig sein, ja? Ich meine, was mit ihr passiert ist, hat sie auf keinen Fall verdient, aber... Sie war auch ein Wendehals. Eine kleine Schlange. Das kann man auch nicht leugnen. Okay, ich baue eine Karre. Gibt's hier keine Karren? Ach, ich habe ja ein Bike. Moment. Hier. Yes, Apollo. Da kommt es angerollt. Woo. Apollo, was geht? Ich find's witzig, dass Johnny die ganze Zeit am Quarzen ist. Aber im Endeffekt ja eigentlich nur... Ja, eine Einbildung ist. Also wirklich rauchen kann er ja nicht. Aber er raucht die ganze Zeit, der kleine Suchtkrüppel. Wenigstens habe ich Musik erwischt, die ich privat auch hören würde. Unter Umständen. Oh doch, ist ganz cool. Kann man sich geben. Ich bin ja eher so im Rock, New Metal, Industrial Genre drin. Ich weiß, heutzutage ist das irgendwie nicht mehr hip, nicht mehr cool. Alle hören irgendwie Deutschmusik, Hip-Hop und den ganzen Quark. Aber ich kann damit halt null anfangen. Ist einfach nicht so mein Ding. Deutsche Musik so allgemein, also ganz, ganz wenig. Obwohl ich Hip-Hop eigentlich ganz gerne habe. Aber halt nur... Boah, Alter, ich bin an die Kante gekommen. Amerikanischen. Oder englischsprachigen. Ich wollte eigentlich mir sowas hier ballern. Ja, ist ja gut. Nein, ich will nicht das Lager öffnen. Das Motorrad hat ein Lager? Okay, wieder was gelernt. Zurzeit höre ich extrem viel Korn wieder, aber die alten Sachen. Nine Inch Nails höre ich allgemein eh immer, ist einer meiner absoluten Favoriten. Trent Reznor, einer der besten Musiker aller Zeiten. Tool, die leider nichts mehr machen. Oder, naja, was heißt, sie machen nichts mehr. Angeblich soll ja irgendwann mal irgendwas kommen. In 100 Jahren. Linkin Park habe ich früher gerne gehört. Aber auch die alten Sachen. Die neuen Sachen habe ich eigentlich gar nicht mehr gehört. Im Endeffekt nur die ersten beiden Alben. Dry Cell habe ich früher auch gerne gehört. Interessanterweise, Dry Cell wurde immer so ein bisschen mit Linkin Park verglichen. Weil die schon eine gewisse Ähnlichkeit hatten. Und Stone Temple Pilot hat ja Chester übernommen, weil das ja seine Lieblingsband war. Und der Frontmann ist ja leider auch verstorben. Auf ähnliche tragische Art und Weise wie Chester Bennington. Und der hat ja das dann übernommen. Und jetzt habe ich erst vor, keine Ahnung, ein paar Monaten gelesen, dass eben der Frontmann von Dry Cell jetzt halt sozusagen Stone Temple Pilot macht, weil der so ein bisschen, er klingt natürlich nicht wie Chester Bennington, ist eine einzigartige Stimme, aber er geht so ein bisschen in die Richtung, so ein bisschen, obwohl der Frontmann von Stone Temple Pilot kein bisschen wie Chester Bennington klingt, finde ich persönlich. Der ist halt eher so im traditionellen Crunch verankert gewesen. Alright, 700 Meter. Ja, ich fahre auch gerne mal ein bisschen durch die Stadt.
will auch ein bisschen was sehen vom Spiel. Mr. Hans! Flea, willkommen in Pacifica. Das ging schnell. Bin eben erst angekommen. Geld wartet nicht. Wir hören uns. Da hat er recht, ne? Geld wartet nicht. Alles, was zählt, ist Kohle. Muss ich da hin? Von irgendwo runter? Was habe ich denn hier für einen Radiosender? Okay. Der ist ganz nice. Ja, damals gab es halt so viel geile Musik. Auch Limp Bizkit und so. Slipknot. Der Soundtrack von Queen of the Damned. Der Film war so okay, aber der Soundtrack, Gott, habe ich den geliebt. Den habe ich wirklich absolut geliebt. Gut, da wären wir. Warte, bis die Kirche geöffnet wird. Alles klar. Dann warten wir mal, ne? Voodoo. Désolé, vete posé avec la paix. Tout le monde ici là te connaît, Michel. L'été dernier, nous, tu t'es songé la vie sous il là. Avant la meille, on levé dans le collet, l'été la caille nous. La caille pep noir. Bagay vient changer. Faisons la vie nous. Vous suivez? Wir haben gewartet. Wie hast du mich bloß erkannt? Die Haare, oder? Wir haben ein Auge auf dich, seit du nach Pacifica kamst. Damit ich mich nicht verlaufe. Ja, dieser. Schöner Treffpunkt. Steh nicht so auf Beerdigung. Hab keine Angst, Etrange. Das ist nicht deine Beerdigung. Bist du mein Kontakt? Erfahr ich bald mal, worum es geht. Ich bin nur der Mann in der Mitte. Du erfährst mehr. Bald. Wer ist gestorben? Hat das mit dem Job zu tun? Du denkst, wir führen für dich eine Beerdigung auf? Scannst du mich? Checkst, ob ich alleine hier bin? Was für ein Chrom ich habe? Ist das eine Art Test? Unsere Leute kennen wir, seit sie Babys sind. Wissen, sie sind Engel. Dich kennen wir nicht. Ihr habt eine interessante Geschäftsstrategie hier. Keine Details, keine Namen. Niemand weiß irgendwas. Wir kennen deinen Namen. Das reicht. Wo ist Brigitte? Kann ich mit dir reden? Nein. Das Einkaufszentrum an der Kreuzung. Geh zu dem Fleischer dort. Frag nach Placide. Er erklärt dir die Details. Brigitte. Alles klar, die Voodoo-Kirche. Finde ich aber mega interessant. Voodoo, Hoodoo. Ich wünsche, davon gäbe es mehr gute Filme. Ich meine, der beste Film ist natürlich Angel Heart. Oder Die Schlange unterm Regenbogen. Großartiger Film mit Bill Pullman. Ganz in Ordnung ist Der verbotene Schlüssel, glaube ich, hieß das. Mit Kate Hudson, ne? Der war ganz in Ordnung. Leider gibt es wirklich mit der Thematik nicht so viel. Ihr verkauft hier tatsächlich Fleisch? Ernsthaft? Ou actuellement le hache kek? Qui ça la fait là? La pissier vient intelligent, il semble. Mein Kreolisch ist ziemlich eingerostet. Yo parle mille langues dans la cité. Nous-mêmes, nous parlions seul grain. So ein Pech. Ausgerechnet eure kann ich nicht. Comme translation, ou pas maton. Ich suche Placide. Placide. Gardez ici là. Do do ti piti maman. C'est au même. Continuez. Placide, gardez là. Ok. Also ich muss sagen, ich finde Hoodoo und Voodoo ist mit einer der interessantesten Dinge. Weil es nicht einfach nur eine Religion ist. Oder irgendwelche alten Riten. Im
irgendwelche Mysterien, sondern da ist eine Menge Wahrheit drin, wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt. Die Zombifizierung. Die Kontrolle des Lebens und Sterbens. Bist du Placid? Was macht denn ihr hier? Wo ist deine Chefin? Alter, oh Gott, das würde ich niemals essen wollen. Schaut euch mal das hier an. Das ist der Scheiß, den die oben verkaufen. Kisaule. Und ich, Idiot, dachte, der Verkauf von Geflügel sei illegal. 6 Jahre soll die Vogelseuche umgegangen sein. Und auf einmal ist alles clean? Das wird nicht verkauft. Was willst du? Ich habe einiges über euch gehört. Die Voodoo Boys, die besten Runner der Stadt. Heißt es zumindest. Nicht, dass irgendjemand weiß, was ihr im Net macht. Besser so. Innovative schwarze Software, Datendiebstahl bei Konzernen, Krieg gegen Netwatch. Aber von Hühnern sagt keiner was. An der Kapelle hieß es, ich soll mit dir reden. Mr. Hens meinte, dass ihr Söldnerarbeit für mich habt. What? Nicht hier. Komm mit. Das ist immer so schade. Das Spiel hat eigentlich eine echt gute Atmosphäre und es wird durch diese ganzen Bugs und Glitches und alles so versaut. Es tut echt weh. Das kann man leider nicht anders sagen. Wo gehen wir hin? Tune, Funudeo! Hier lang. Ein Handfleck auf der Karte Night City. Tune noch Villa! Tune Pacifica! All das und mehr. Willkommen, Pacifica. Ja, ein wunderschönes Drecksloch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht wirklich. Ihr rollt nicht gerade den roten Teppich für die Leute von draußen aus. Sollte eine eigene Stadt werden, wo Anzüge ihre Edis verprassen. Ein Kreislauf. Die Konzerne füttern ihre Schafe, die spucken es wieder raus. Alles hier auf Konzern-Cash gewachsen. Und kleine Klon-Bengels. Wer kennt's nicht? Unser Ziel ist die Djinn. Die Grand Imperial Mall. Pacificas größter, hässlichster Tempel der Gier. Nie fertiggestellt. Bis letzte Woche war sie verlassen. Leer. Die Frau läuft auf dem Geländer. Jetzt haben sich die Animals da eingenistet. Qui est-ce? Deuxième. Hey, Placid. Hey, Placid! Bring us out the bylaw! Okay, moi, pral vini plus tard. Lovely. Ratatatatata. Roberta. Placid, petit moi. Beau. Ah, ou pas de besoin. Il y a l'autre qui gagne les pis mal. Peut-être. Mais ça, c'est pour vous. Pas pour moi pour y repense. Merci. Los, ist nicht mehr weit. Wow, die Frau, die Frau freut sich echt über so ein... Placid! Wo geht um ihn? Was soll dir? Mais, où t'es-tu? Da, Emily. Mein Pabli. Über so ein totes Huhn. Ist das dein Chick gewesen, Placid? Okay, mit den Voodoos. Ja, ein paar Mal. Ihr wollt die Animals raus aus der Gym? Vernichtet? Dafür bezahlt ihr mich. Du erfährst bald alles. Mann, ihr macht aber auch echt ein großes Geheimnis aus allem. Ist es wirklich nötig? Ich meine, warum sind sie überhaupt hier? Abgeschnitten in Pacifica, ganz allein, ohne Verstärkung. Das ist euer Revier. Scheiße, nicht mal die Bullen patrouillieren hier. Mhm. Wollen sie euch provozieren, damit ihr was Dummes macht? Sie verlassen die Djinn nicht. Wie viele von denen hängen da rum? 30 oder mehr. Bin ihn nah, wir reden hier. Setz ihn. Eddie Murphy! Nein, Quatsch. Aber gibt's hier was zu klauen? Ich klau ganz gerne. Ich bin eben kleiner, respektloser Scheißer. Wann treffe ich Brigitte? Du machst den Job. Das kommt zuerst. Was soll das? Erst sagst du mir, was du hier abziehen willst. Du nimmst den Job. Du machst, was ich sage. Verleg dich.
Sofort! Und wenn nicht, wartet draußen eine Horde Freiwilliger? B. Zielgerade. Fast geschafft. War jetzt kein Scheiß. Wird schon gut gehen. Naja, wenigstens labert er dir nicht die Ohren voll. Evelyn Parker. Sagt dir der Name was? Keine von uns. Sie hat mal für euch gearbeitet. Hab das Gefühl, wir werden keine guten Freunde. Keine Chemie. Verkraft dich schon. Warum schickst du nicht deine Leute zur Gym? Nicht unsere Art. Und das zahlt sich für euch aus, ja? Läuft gut. Besser als du denkst. Dein Krummschamane, ist es Victor? Kennt ihr beide euch? Nein, brauche ich nicht. Diese Hardware ist shit. Solltest du ersetzen. Bist du jetzt auch ein Ripper-Doc oder wie? Was soll die Fragerei? Billiger Einschüchterungsversuch? Ich muss sicher sein, dass du den Job schaffst. Dieser Chip. Keine Signatur. Was ist das? Außer dem Chip ist alles okay. Neuralnetzproblem, Cortex flimmern und mehr Mist. Was davon ein echtes Problem? Ich habe nach dem Chip gefragt. Was antworte ich? Ah, komm. Der Chip ist der Grund, weshalb ich mit Brigitte reden will. Kommt er dir nicht bekannt vor? Sollte er das? Ich sehe nur, dass er beschädigt ist. Kugel in den Kopf bekommen. Seitdem funktioniert er nicht mehr. Was mache ich, wenn ich drin bin? Der Kamionett. '20:35:07. 3 Sekunden vorher. Wusch. Aber ich versuche rauszufinden, wo er herkommt. Der Wagen ist eine Spezialanfertigung. Du weißt also auch nicht mehr. Hey, ich will nur alle Fakten haben. Habt ihr die Aufnahmen selbst gemacht? Wir hijacken private Camps und Konzernsatelliten zum Aufnehmen. Aber aus der Gym habt ihr nada, richtig? Fortschrittliche Tech. Passt gar nicht zu diesen Matschbirnen. Sie beobachten ihn genau. Ist wichtig. Warum auch immer. Placid. Batman Kelly hat das noch geholfen. Vermont Butler. Die Animals stecken nicht dahinter, oder? Sie sind Schläger. Jemand anders braucht sie. Und zwar jemand mit einem Lieferwagen voll Netrunner-Tech. Und ich soll rausfinden, wer. Fang beim Kamionett an. Bleib verborgen. Check nur die Situation. Jetzt bist du eine Resuage gesinkt, unsere Subnet. Warum? Wozu? Durch Ague sehe ich, was du siehst. Höre, was du hörst. Ich werde dich durch die Gym führen. Noch eine Stimme in deinem Kopf. Da freut sich der Ripper Doc. Wer ist der Runner da drin? Was will er? Ich hoffe, du sagst mir das. Ha, du überwachst mich. Zeugt von Vertrauen. Okay, muss ich sonst noch was wissen? Triff unsere Leute an der Mall. Sie zeigen dir, wie du reinkommst. Mein Geld. Wie viel krieg ich? Und wie hole ich's mir? Hans sagte, dir geht's nicht um Cash, sondern um ein Problem. Mach die Gym und Brigitte löst dein Problem. Ja, aber ich habe gerade erfahren, dass ich als lebendige Zielscheibe losgeschickt werde. Deshalb ist mein Preis gestiegen. Mal sehen. Ich verspreche nichts. Verstanden. Wenn ich das erledige, bringst du mich zu Brigitte, richtig? Ja. Sortier am Ende des Gangs. Geh, meine Leute lassen dich durch. Wir sind fertig. Also warum Voodoo Boys? Ihr glaubt wohl kaum an Voodoo. Weiß nicht. Frag die, die uns so nennen. Soll heißen, ihr nennt euch selbst anders? Bist kein Mann der großen Worte, hm? Klar. Weiß Brigitte überhaupt, dass ich hier bin? Oder ist der Deal auf deinem Mist gewachsen? Du siehst die Chefin, wenn's soweit ist. Fremde seht ihr hier wohl nicht so gern, oder? Leute wie du fallen auf.
Sprich, ich sollte aufpassen? Mhm. Wär klug. Gut, das wird eine sehr unangenehme Veranstaltung, aber hey, wir kennen es doch nicht anders, oder? Wir kennen es doch nicht anders. Alles, was ich hier veranstalte, ist irgendwie unangenehm. Ich höre, was ist? Stabilitätscheck. Empfang auf deinem Link, okay? Mhm, scheint so. Gut, flitzen wir mal los. Ich hoffe, deine Leute sind gut. Haben was drauf. Ich habe keinen Bock, hier mit Amateuren zusammenzuarbeiten. Und meistens tue ich das. Wie weit ist das denn? Hey, du! Raus! Raus! Oh, Süße, du könntest drinbleiben, wenn du willst. Ja, schnelle Karre schnappen ist auf jeden Fall drin. Dann fahren wir mal zum Voodoo-Boys-Posten. Was ist denn jetzt los? Was ist denn dein Problem? Ich fahr total gut und seriös. Okay, vielleicht... Naja. Man kann besser und seriöser fahren. Aber hey, so schlimm war es jetzt auch nicht. Es hat jede Menge Schrott im Weg. Wie soll denn da einer durchkommen bei so einer fetten Kreuzung? Okay, der Laden ist groß. Der Laden ist echt groß. Wären wir. Das sind meine Leute. Red mit ihnen. Alles klar. Na, Jungs? Du bist wie? Wissen die, dass ihr hier seid? Das hier ist unser Revier, unser Zuhause. Wir müssen hier keine Geister sein. Du, Sean, sei ein Geist. Du musst still sein. Unsichtbar. Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja, Garage. Von hinten. Aber pssst. Leise, ja? Was Interessantes da drüben passiert? Seit wir hier sind, ist alles ruhig. Niemand rein, niemand raus? Nun ja, einmal sind sie raus für Proviant. Alright, einmal sind sie raus für Proviant. Das sind mal wieder perfekte Aussagen. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann wird hier ein bisschen abgewudut. Who do you voodoo, bitch? Wer kennt's noch? Der gute alte Sam B. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bewertung rein zwitschern. Und ans Gewinnspiel denken. Ja, ist ja gut, Voodoo Mann. Genieße nur die Aussicht. Ist ja gut. Das nennt man taktisches Vorgehen. Gut, bis zum nächsten Mal. Pfand einsammeln. Geil, Mann. Mega. So. Auf Wiedersehen. Und...